Tim Wiese. Tim Wiese. Liebe zum Fußball ist von Anfang an da gewesen. Seitdem ich laufen kann, glaube ich, habe ich Fußball gespielt. Das war immer das Größte, der Traum. Also wenn ich jetzt sage, das ist mein Leben, dann ist das so zu pathetisch. Fußball ist mein Leben. Fußball war halt mein Leben. Meine Mutter darf es nicht sehen, das war das Wichtigste für mich natürlich. Fußball war mein ganzes Leben. Irgendwo ist es das ja auch, es wird ja auch immer bleiben. Ich habe seit ich klein bin Fußball gespielt. War für mich wunderschön, wenn ich Fußball spielen konnte. Ich konnte mich draußen austoben. Ich bin ja nach wie vor noch aggressiv und ich war sehr wild. Als 9- oder 10-Jähriger oder noch jünger, 7-Jähriger, habe ich einen Lederball, damals hieß es Flutlichtball, bekommen von meinem Großvater. Den habe ich geliebt, den habe ich gepflegt und mit dem habe ich gespielt, mit Freunden. Und nach jedem Spiel habe ich den besser behandelt wie meine Schultasche, meine Hausaufgaben. Mein Vater hat mir das beigebracht. Und da bin ich, also habe ich, falls es das gibt, mit der Vatermilch eingesogen. Mein Vater war mein Trainer. Ich war dann noch derjenige, der die Garagen kaputt gemacht hat, von meinem Onkel damals, die Dachrinnen kaputt gemacht hat. Ich hatte das große Glück, mit von Eltern aus dem Hinterhof zu haben. Was mir grundsätzlich wichtig ist beim Fußball, ist, dass man wirklich nie das richtige Maß verliert zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß. Dass es wirklich immer noch Spaß macht. Und das einfach in den jungen Jahren so entscheiden, dass man einfach das so Spaß macht, nicht aus irgendwie Druck von den Eltern oder einfach selber macht oder selber machen will. Dass man aber nicht auf Leute herabsieht, die es ganz ernst nehmen, weil natürlich Fußball wirklich für jeden Menschen eine ernste Angelegenheit ist. Und zwar nicht nur, wenn man Fan von Schalke oder Gladbach ist, sondern auch, wenn man Fan von einem Viert- oder Fünftligisten ist. Dann ist ja der Torjäger des Vereins ein Star und dann ist der Verein das Wichtigste von der Welt, auch wenn es Union Solingen ist. Ich werde noch ein paar Bier trinken und dann wird alles wieder gut. Ich würde ja auch immer noch gerne mitspielen. Also das ist das aktuelle Champions League-Trikot vom Robben. Das ist das ein altes vom Schweinsteiger von Bayern. Ich mache es nicht, weil ich mich nach wie vor ärgere, wenn ich ein Spiel verliere. Auch ein kleines Trainingsspiel mit den Ü50ern. Das ist einfach so. Das ist eins von Deutschland von der WM 2006 von Baller. Das ist von Lahm. Das wurde letzte und vorletzte Saison von Bayern benutzt. Das ist das Torwarttrikot 2006 von Deutschland. Das große Ziel war, in der Jugend auf dem Bökelberg zu spielen. Wie von fast allen Jungs war auch mein Traum, hier mal beim BVB zu spielen. Irgendwann mal beim FC Bayern oder in einer Profimannschaft in der Bundesliga spielen zu dürfen, das haben wir immer geträumt. Das ist ein altes Champions League-Trikot. Das ist ein Liverpool-Heimtrikot. Ein altes, das ist ein altes Barcelona-Trikot. Das ist ein altes Brasilien-Trikot ohne Namen. Das ist ein Tschechien-Trikot, auch ohne Namen. Man investiert relativ viel. Dass ich mir halt einen Ball schnapp und einen Bolzplatz gebe. Ja, stundenlang auf dem Bolzplatz verbracht und einfach gekickt. Recht früh habe ich angefangen davon zu träumen, mal Fußballprofi zu werden und habe halt an mein Leben auch so ein bisschen darauf ausgerichtet. Es war eigentlich nie mein ganz, ganz großer Wunsch oder Traum, jetzt Fußballprofi zu werden. Ich habe eigentlich immer nur zum Spaß halt Fußball gespielt. Dass daraus dann so eine Profikarriere entstanden ist, das war bei mir nicht geplant. Ja, das hat sich so ergeben. Das ist auch ein altes Bayern-Trikot. Und das ist das Trikot von Messi, das ist aber nicht... Das ist vom Schwarzmarkt aus Spanien und das aktuelle Home-Trikot von Bayern. Ich glaube aber, dass ich, wenn ich den Weg nicht gegangen wäre, genauso viel Spaß am Fußball gehabt hätte. Wenn ich irgendwo in der Landesliga gespielt hätte und hätte einen ganz normalen Beruf gelernt, ja, dann hätte mir das Spiel genauso viel Spaß gemacht. Also dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war's, da ist dann auch viel von mir abgefallen. Also es ist ja wirklich interessant, dass ich bei mir selber auch feststelle, dass ich mich jetzt nun so lange schon mit Fußball beschäftige und dass es einfach nicht langweilig wird. Und dass es immer irgendwie noch was Neues gibt.
würde alle Kinder bis 10 einen Ball hinwerfen und spielt mal. Habt Spaß, spielt mal, macht viele Tore. Klar, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, aber in erster Linie Ball hinschmeißen und habt Spaß. Von mir aus auch mal Ball hochschießen, dass sie mal hochschießen, Ball annehmen. Einfach nur Spaß. Und dann ab 11, 12 müsste es reichen, dass sie was anderes machen. Man hat immer noch dann 8 Jahre Zeit, sich richtig, ich sag mal, zu entwickeln. Aber bis 10 Jahre keine taktischen Sachen, einfach so wie Sache Mannschaft aufstellen und spielt Fußball. Was wäre denn, wenn wir zusammen zum Endspiel fahren würden? Bayern-Bremen-Pokalendspiel zum Beispiel. Ja, wäre schon toll. Bestimmt wäre es eine super Stimmung im Olympiastadion und im Pokalfinale. Weil Champions League-Finale nach Spanien, das ist glaube ich noch nicht so gut. Also lieber zum DFB. Wenn ich jetzt Karten kriegen würde für Madrid, egal ob gegen Inter oder Barca, wenn Bayern spielt, da würdest du nicht so gerne mitkommen wollen? Nee, nicht so gerne. Aber ich würde vielleicht schon mitkommen, aber ich würde lieber zum DFB-Pokalfinale. Okay, dann gucke ich mal, was ich machen kann. Also jeder Berater in der Szene wird immer mit seinem Klient Nummer 1 irgendwie in Verbindung gebracht, der Klose-Berater, der Ballack-Berater, ich war immer der Enke-Berater und werde speziell nach seinem Tod, denke ich, auch nach wie vor in den Augen der Leuten immer so der Enke-Berater sein, die dann erstmal zurückschrecken, weil sie, wenn sie mich sehen, unter Umständen erstmal mit der Todesgeschichte von Robert konfrontiert werden. Das ist mein Königstransfer, Roberts Trikot hängt bei mir und wird immer da hängen. Ich habe infolge meiner Tätigkeit Jörg Butt zum FC Bayern gebracht, nachdem ich ihn vorher zu Benfica Lissabon gebracht hatte, auch an der Station von Robert Enke. Dadurch bekommt man dann peu à peu natürlich dieses, kommt man in eine Schublade, der Torwartvermittler vielleicht. Es gibt absolute Top-Berater, sehr seriöse Leute, also wirklich, die sind für so einen jungen Spieler auch alles andere als unwichtig. Das ist wirklich in Ordnung. Aber es gibt eben viele, viele andere auch. Das ist ein Ellbogengeschäft, in dem wir sind. Wir sind in der Spielervermittlerbranche ein Magnet für Leute, die dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, diese Philosophie versuchen nachzuleben. Wenn man den Eindruck hat, dass ein Spielerberater wirklich kompetent auftritt und auch wirklich gute Ratschläge gibt, gute Tipps macht, dann hat man sicherlich eine andere Zugehensweise, ein anderes Vertrauen auch in diese Person. Wir sind jetzt die Branche, wo früher die Goldsucher auf Schiffe nach Klondike gefahren sind, die kommen jetzt in die Spielervermittlungsbranche. Und deshalb hat diese Branche auch zu Recht einen sehr schlechten Ruf, das muss man einfach sagen. Als ein Spielerberater, die halt einem jede Woche 5 Spieler empfehlen, die höchstes Bundesliganiveau angeblich haben und im Grunde genommen, ich sag's mal ganz klar, völlig ungeeignet sind. Es gibt sicherlich vernünftige Spielerberater, die das Wohl des Spielers mit ihrem eigenen Wohl gut unter einen Hut kriegen. Ja, das habe ich aber allerdings nicht bei allen. Es gibt einige seriöse, es gibt die hellgrauen Schafe, zu denen wir uns zählen, ja, das sage ich auch immer. Ich glaube, wir machen da einen ordentlichen, seriösen, guten Job. Ich sage immer wieder, verlassen Sie sich auf die Leute, die hier arbeiten, denn die haben nur eines im Sinn, dass der Junge sich weiterentwickelt, jeder hier. Wenn ich 18 Jahre alt wäre und einen Vertrag bei einem Bundesligisten unterschreiben müsste, ich glaube, dann wäre ich auch, dann würde ich mich auch an einen Berater wenden. Ich habe meinen Berater seit der U16 und ich verstehe mich super mit dem und er versteht sich auch mit dem Verein. Und ja, dann braucht man nicht mit vielen Beratern hier anzukommen oder so, das hat gar keinen Sinn dann. Ich versuche im Grunde hervorzuheben, dass wir dieses Wertedenken, dass wir nur ordentliche Jungs, ich gehe also zu einem Verein und sage, ich habe nur ordentliche Jungs im Klientel, das möchte ich, dass das so beibehalten wird, dass die Vereine das auch wissen. Weil das ist inzwischen kompliziert. Das sind komplizierte Entscheidungen, die man da treffen muss. Das sind komplizierte Berufswege und man muss natürlich nur den richtigen finden. Das Verhältnis zum FC Bayern ist, glaube ich, bei vielen Fans ein anderes geworden. Natürlich hat schon diese große Bayern-Antipathie, die es gerade noch so in den 90er Jahren ganz, ganz stark gab,
abgenommen. Inzwischen, gerade weil viele Leute auch inzwischen so einen ästhetischen Blick auf den Fußball haben, da sagen viele, ja, der FC Bayern spielt doch schön, denen gegenüber muss ich jetzt nicht mehr die Hassgefühle wie früher haben. Aber der FC Bayern hat schon wirklich in der letzten Saison so berückenden Fußball gespielt, dass es wirklich schwer fiel, da eine Anti-Haltung aufrechtzuerhalten. Ja gut, ich habe früher beim Heimatverein gespielt, dann bin ich zum VfB Stuttgart gewechselt. Und dann hat man in der Jugend sehr viele Turniere, dann kann man sich mit den anderen Bundesligisten messen. Und da war natürlich auch der FC Bayern sehr oft dabei. Und dann war es natürlich so, ja, Bayern ist mein Lieblingsverein gewesen. Und dann kam auch dadurch, dass sich der Hermann Gerland und meine Eltern sich kannten, die Anfrage. Ja, ich glaube, der Holger, der hatte ja 18 oder 19 Vereine aus dem bezahlten Fußball. Und dann kurioser war ja der Vater und ich. Wir haben uns über ihn unterhalten, da war der noch gar nicht geboren. Ne? Der Junge war noch gar nicht geboren. Der kriegte erst eine Tochter, der Hermann. Wir haben zusammen Fußballlehrer gemacht 1985. Der kriegte die Ute, die ist dann auch geboren am Tag meiner Frau. Also am gleichen Tag Geburtstag wie meine Frau. Und dann kam der Junge hinterher. Und dann hat er mir immer berichtet, wie gut er ist, ob er der kann und so weiter. Und dann habe ich damals schon gesagt, ich sage, Hermann, wenn er gut ist, kommt er zu mir. Ne? Denk dran, er kommt zu mir. Und da habe ich immer wieder mal besucht und wir haben permanent telefoniert. Und dann war Stuttgart, da kam ich ja wieder zurück, da war der Junge in Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, Hermann, wie ist dein Junge? Da sagt Hermann, der ist gut. Dann habe ich gesagt, dann muss er nach hier kommen. Ja, und dann war es für mich überhaupt kein Thema, dass ich nicht zu Bayern wechseln sollte. Und so ist der Rapper laufen. Ich meine, diese Bayern-Schule hat schon enorm viele großartige Spieler hervorgebracht. Schon sehr, sehr ergiebig, diese Schule. Sicherlich die beste in Deutschland. Besser noch als die in Stuttgart. Ja, und wir haben hier einen hohen Anspruch. Wir bilden aus für Bayern München. Wenn der Spieler jetzt bei Bayern München schafft, Stammspieler zu werden, ist er schon automatisch auch im Nationalkader. Vor drei Jahren habe ich dem Uli Hoeneß gesagt, ich sage, Mats Hummels und Holger Badstuber werden in 4 Jahren der Verteidigerpaar, Innenverteidigerpaar für Deutschland sein. Da haben sie mich alle belächelt. Es ist nicht so einfach, ein Mensch zu finden oder einen Trainer zu finden, wie Hermann Gerland, der in der zweiten und der ersten Liga gearbeitet hat, der dann von sich aus sagt, okay, ich gehe zurück in die, ja, hinter die Kamera, aber mir macht es Spaß, mit jungen Spielern zu arbeiten. Diese Leute sind wichtig und jetzt zahlt sich so eine Arbeit aus, wie auch schon vor einigen Jahren mit, also wie ich mit alle rausgekommen ist, Hamann, Nährlinger, Babbel. Ja. Das sind immer wieder so Perioden, wo dann ein guter Jagen dabei ist und ich glaube, da hat der FC Bayern eine gute Mischung gefunden. Momentan traue ich mir noch nicht zu sagen, der oder der wird es schaffen, weil die anderen so jung sind. Und die ich momentan habe, die sind nicht gut. Das ist immer so ein, wie soll ich sagen, die 84er waren ein super Jahrgang. Ne? Da war Lell, Trochowski, Rensing, Schweinsteiger, ne? Das war so ein Paradejahrgang. Jetzt kann man wieder, oder jetzt könnte man wieder zwei Partien Schafkopf am Tisch bringen. Das war ja lange Zeit nicht der Fall. Und ja, mit den jungen Leuten, die aus der eigenen Amateurmannschaft kommen, ist das sicherlich eine Sache oder vergleichbar. In den 80er Jahren, man hat 7 oder 8 oder 9 bayerische Spieler gehabt. Aber im Endeffekt zählt ja nur der Erfolg. 85 war dann Andreas Hodl, der war auch gut. Und jetzt kommen die 90, 89, nein, Walschuber, 90 Contento und Müller. Ja. Das ist so ein, wie so ein, mal kommen 3, 4 auf einmal und mal kommen 2 Jahre, kommt gar nichts. Das passiert. Aber was entscheidend ist, dass es auch hält, dass da eigene Gewächse rausgekommen sind. Und ich hoffe, dass die längere Zeit beieinander bleiben. Dann kann richtig was Gutes entstehen und nicht nur vielleicht eine Glückssache für eine Saison, dass man alle Titel holen kann, sondern dass über den längeren Zeitraum, als lauter junge Spieler sind, wenn man einen Ribéry halten kann, einen Robben halten kann, vielleicht noch punktuell sich verstärken kann, dann kann das eine Mannschaft werden, die sich nicht verstecken muss von den großen, angenommen, oder sogenannten großen Mannschaften wie Barcelona, Madrid oder die englischen Mannschaften. Und das ist das, was der FC Bayern oder sprich Uli Hoeneß mit seinen Leuten auf die Beine gestellt hat. Sehr gut gemacht, Team!
Bisher habe ich das bei 16-Jährigen immer vorausgesagt. Jetzt habe ich es einmal gemacht bei einem 12-Jährigen, aber der ist erst 14. Da weiß ich noch nicht, ob ich da recht haben werde. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Hermann Gerland, ja, Hermann Gerland. Hermann Gerland kenne ich auch schon Urzeiten. Hermann Gerland, mit ihm habe ich zusammengespielt in der zweiten Mannschaft. Hermann Gerland war mein erster Profitrainer. Habe heute noch sehr viel Kontakt und ist gar keine Frage. Hermann, ich glaube, wenn Bayern mal hochrechnen würden, wie viele Millionen er letztendlich jetzt durch die Jungs, wo er zu beigetragen hat, sicher ganz großen Anteil hat. Natürlich gab es auch vorher schon ein paar Trainer, die mit den Jungs trainiert haben. Wie Millionen da zusammenkommen, dann muss man natürlich da einen Hut vorziehen und sagen, dass er da perfekte Arbeit macht. Nein, ich habe die auch nicht erwirtschaftet. Ich bin hier angestellt als Ausbilder oder Trainer. Und da ist meine Pflicht, dass ich gute Spieler erkenne und auch gute Spieler weiterentwickle. Das macht auch wieder die zweite Mannschaft. Das wird auch einen Grund haben, weil da immer von den Jungs jetzt bei der Weltmeisterschaft sogar ganz junge dabei gewesen sind. Ist keine Frage, Hermann liebt den Fußball und man kann auch nur so arbeiten, was ich auch gerade gesagt habe, wenn man Spaß und Liebe drin hat und nicht das Geld, das funktioniert nicht. Und beim Fanny Heinemann war es ähnlich, der war nicht so talentiert wie die beiden, wie Müller und wie Mannstuber, aber war vom Charakter her ein wunderbarer Junge, den man in Bochum so ein bisschen veräppeln wollte. Und dann habe ich gesagt, Fanny, pass mal auf, wir machen ein Ding, du kriegst dein Gehalt von Krupp und das, was du bei den Amateuren verdient hast, trainierst bei mir, bleibst Amateur und wenn du schaffst, ist gut und wenn du es nicht schaffst, kannst du ein Jahr später nach Bielefeld gehen. Er ist immer noch in Bochum und er war Cheftrainer und hat Pokalfinale bestritten und so weiter und so fort. Ist vom Charakter her ein wunderbarer Junge und wir sehen uns, weiß nicht, zwei oder dreimal im Jahr, sehen wir uns und freuen uns und trinken einen zusammen und erzählen, wie gut wir früher waren. Whisky Cola. Ich? Whisky Cola Light. Ja, Leverkusen war damals in der zweiten Liga, Abstiegskampf. Ich würde sagen, der erste Aufstieg, wenn ich ganz ehrlich bin, war so betriebsinfarkt. Wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir wollten sicher in der zweiten Bundesliga.